Ja, ich freue mich heute, den Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier, hier in unserer Stadtzelle in meinem Wahlkreis Celle-Uelzen begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine Freude, dass du trotz deiner vielen Aufgaben heute hier bist. Herzlichen Dank dafür, Peter. Ja, lieber Henning, ich bin sehr gerne gekommen. Nicht nur, weil ich Celle kenne seit meiner Studentenzeit durch das Oberlandesgericht Celle, das einen exzellenten Ruf hat, sondern vor allen Dingen, weil wir beide im Deutschen Bundestag seit vielen Jahren gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind und weil du einer unserer wichtigsten Verteidigungspolitiker bist. Du bist unser Chef im Deutschen Bundestag, wenn es um Verteidigung geht. Diese Fragen sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Du bist ein Fels in der Brandung und wir wissen, dass diese Zuständigkeiten, diese Aufgaben bei dir in guten Händen sind. Deshalb drücken wir dir die Daumen für ein gutes Wahlergebnis am 24. September. Wir wollen die Bundestagswahl gewinnen, wir wollen die Landtagswahl gewinnen in Niedersachsen und wir wollen erreichen, dass du weiterhin eine führende Rolle in unserer gemeinsamen Bundestagsfraktion hast. Vor dem Drilling-Simulator hier in Celle. Wir hatten Besuch vom Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier. Und wir haben ihm dargestellt, welch Kompetenzzentrum Celle bildet für die Erdgas-Erdöl-Zulieferindustrie. Das ist ein ganz wichtiges Kompetenzzentrum für Energie in Deutschland, nein, in Europa. Und uns war wichtig, dass der Verein GeoEnergy einmal darstellt, welche Potenziale wir für die zukünftige Nutzung haben, wenn sie richtig gemacht wird. Und da bietet Celle eine echte Expertise und das haben wir uns heute angeguckt, inklusive des Bohrsimulators, den der Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier, selbst gesteuert hat. Ja, genau. Und das ist, was die Bohrmeister eigentlich von 100 Atem erreichen. Hier, bis 100. Hier können Sie die Sensoren, ja? Jetzt fängt ihr. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, weil ich ihn im Deutschen Bundestag seit vielen Jahren kenne. Wir sind befreundet und er macht einen tollen Job als unser Chefverteidigungspolitiker. Und deshalb bin ich gerne hier zu ihm gekommen. Wir haben nur versäumt, das OLG Celle zu besuchen. Das ist für Juristen ein Heiligtum von allen Oberlandesgerichten, die wir haben.